Jetzt muss ich dahin. Also, unsere Fluchthilfe muckt rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Das hätte schief gehen können. Ist hier jemand? Alles in Ordnung, aber jemand müsste mich bald mal ablösen. Mach das Terminal kaputt, Nix. Sucht noch einmal die Umgebung ab. Mist. Wir sehen uns nichts. Wir sind festgenagelt. Alarm, ich rufe den Stab. Okay. Und. Neu laden. Da kommt da gerade die dämliche Rotationswache, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Schwein. Okay. Also, unsere Fluchthilfe muckt rum. Kann mal jemand helfen? Das ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Alles sauber. Ich sehe leider das andere nicht, aber da kommen sie gerade. Der Sektor ist sicher. Alles sauber. Es könnte schlimmer sein. Nix? Das Terminal. Ich habe gehört, dass es morgen eine Inspektion gibt. Och, nö, ne? Das müssen wir uns näher ansehen. Keine Vorkommnisse. Oh, jetzt kommt die Una. Okay, dann muss ich mich hier an der Seite verstecken. Weil die stehen hier vorne irgendwo. Und ich glaube, den Schlitten aktivieren, dass er da hinten durchfährt, ne? Ah, da ist keine Wache mehr, sehe ich gerade. Sturmtruppen, wie ist euer Status? Ende. Unverändert, Ende. Was soll das? Bisschen abgebrochen. Ich hab doch keine Paranoia. Oh, ist doch nicht wahr, oder? Ist doch nicht wahr. Da kommt der da lang gelatscht. Ich dachte, er hätte schon nichts abgebrochen. Also, unsere Fluchthilfe muckt rum. Kann mal jemand helfen? Das ist ein Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. Machen wir es so. So, und jetzt? Ja, ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ja, doch. Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was?
Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen, die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Kommen heute noch mehr Pike-Besucher hier durch? Ja, warum lassen wir solchen... Fertig. Ja, los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation Sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Sehen wir uns das mal an. War ein langer Tag. Die Tür ist zu. Du musst sie aufmachen. Ja, schon klar, Boss Nock. Das war knapp. Das war sowas von knapp. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich lasse auch mein Zeug nicht hier. Also, naja, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss hier improvisieren, Boss Nock. Warte. Alarm. Gut, ich hab's. Knopf, was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. Hey, schleich mal rüber und hol das. Also, wie bist du denn hier gelandet? Ein Inbewohner sind Flohmoor hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Hey, Eindringling, da kommt jemand. Boss Nock, bist du da? Oh oh. Ich hab gefragt, was du hier machst. Und genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand umlegen würde. Das melde ich. Und ich lass dich nicht aus den... Los. Hat das geklappt? Hervorragend. Verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Bewegung, Truppen. Mögliche Eindringlinge in der Nähe des Frachtraums. Alles sauber. Nix, geh zu dem Terminal. Nix, es ist Showtime. Okay. Was soll denn das sein?
Okay, das läuft bis jetzt ganz gut. Ist jemand in der Nähe? Oh ja. Na gut, Max. Hol sie dir. Der hat's nicht mitgekriegt? Okay. Kein Problem. Das läuft. Was siehst du? Fähnrich, danke für Ihren Bericht bezüglich korrupter Elemente auf der Treibstoffstation Visavi. Ich bin die Beweise durchgegangen und stimme Ihnen zu, dass es übel aussieht. Ich habe Hauptmann Volo gebeten, Sie abzulösen, damit Sie sich mit meiner Kommission in Mirogana treffen und Ihre Aussage persönlich vorbringen können. Ich sehe eine große Zukunft für Sie, Gouverneur Thornton. Oh, ich glaube, der ist nicht... ja, der ist anderweitig. Bei so vielen Trupplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Okay. Wie gesagt, ich habe das hier noch nicht verstanden mit dieser Verbindung. Warte mal, ich mache mir nochmal Hilfe. Du kannst jetzt blaue Spuren sehen, die bestimmte Glyphen zusammen gruppieren. Pro verbundener Gruppe gibt es höchstens eine korrekt. Ach so. Ah, die miteinander verbunden sind, können nur an einer Stelle platziert werden. Die tauchen nicht weiter auf. Ich verstehe. Das war verkehrt. Kann ich die... So. So. Das heißt, entweder der oder der. Aber keiner, beide gleichzeitig tauchen nicht auf. Hier weiß ich gar nicht, das geht über den drüber. So, das könnte ja passen. Das heißt, wir machen hier, hier und hier und sagen, so, der ist jetzt aktiv. Das heißt, ach, und damit ist der automatisch raus, ne? Weil der nicht zusammengehört. So, wir haben jetzt also die Möglichkeit, den und den. Ah, okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Gut, eine biologische Probe zu verschiffen. Das sollte klappen. Alles klar. Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nex. Kehren wir zurück aufs Schiff. Alles klar, Nex? Wird schon schief gehen, Kumpel. Wir haben hier haufenweise Krams bekommen, warte mal. Achso, wir bauen eh eine Werkbank, alles gut. Aber wir haben sehr viele Materialien. Mal gucken, was wir dann daraus bauen können. Okay, ich muss mal dran denken. Ich könnte das einfach hier mit Dings mit Daumentaste machen. Dann müsste er mir das aber anzeigen, dass ich mit der Daumentaste das machen kann. So, das sieht mir nach Quest aus. Bleib genau da stehen. Hallo. Wacker? Fahr die Laderampe runter, lass uns rein! Lass einfach die Rampe runter! Da stimmt was nicht, sie klemmt! Ich repariere das! Wir sind festgenagelt! Bring mir den Blaster! Gut gemacht, Kumpel! Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Ich kann nichts dafür! Sie ist einfach noch nicht bereit! Dann sorg dafür! Hier draußen sind eine Menge Truppen! Schon kapiert! Aber der Bahnbrecher darf nichts passieren! Los!
Eindringling. Schnell! Zu mir! Wo ist zu mir? Tante ist unten! Bring die Fracht an Bord! Hey, wer ist die Fracht? Jetzt habe ich ein Problem. Oh oh. Aktivier die Booster und bring uns hier raus. Die sperren uns ein, Kay. Wir schaffen das. Wir sind draußen. Alles gut. Nichts ist gut. Da kleben Teaser an uns. Oh, wir müssen von dieser Station weg. Flieg wieder ins Trümmerfeld. Da hängen wir die Tees ab. Booster aktiviert. Ach so, das da. Ist getroffen. Ja, doch. Also, siehst du das imperiale Funkrelais? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Klar, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Ihr werdet beschossen. Komm, wir haben keine Schilde oder so gut wie keine. Die Bahnbrecher ist getroffen. Tees am Hintern können wir das Relais nicht hacken. Das ist mir doch klar. Wir werden beschossen. Bosnok. Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Noch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. Anweisung an alle Piloten. Brechen Sie die Suche ab. Okay. Alles gut? Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Ach, das ist das Ding von vorhin. Da kommt man bestimmt durch, oder? Muss man ein bisschen das Schild abschalten. Der Weltraumkampf, der ist cool gemacht. Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht.
Ach, guck dir das an. Jetzt können wir wahrscheinlich auf dem Planeten mehrere... Okay. Da erst bin ich aber gespannt. Sehr gut, sehr schick. Sehr schick umgesetzt. Boah, geschafft. Na gut, das muss Elera beeindrucken. So, wir gucken mal, was wir jetzt vielleicht freigeschaltet haben, falls wir was freigeschaltet haben. Nö. Der Flug zur abgewandten Seite von Total wurde wegen der Sonnenwindaktivität abgesagt. Ah, wir können Modul verbessern, und zwar unser Plasma-Modul. Können wir auf die nächste Stufe setzen. Verbesserte Genauigkeit. Sehr gut. Da brauchen wir Aktuierungsmodule. Oh, das kriegen wir hin. Ja, die lassen dich bestimmt Sabak spielen. Wie auch immer du das anstellen willst. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Ach, da steht er ja. Ich bin bald zurück. Mach nicht alles kaputt, Bosnok. Sag mal, wann kann ich Toshara verlassen? Also, zunächst einmal braucht die Bahnbrecher ihre wohlverdiente Ruhe und Entspannung. Sie ist ein Schiff. Ein verwundetes Schiff. Sie braucht Geduld. Und mich. Das darf man nicht überstürzen. Ja, versteh schon. Kaum zu glauben, dass du das geschafft hast, Eindringling. Wie geht's jetzt für mich weiter? Crimson Dawn liebt gute Informanten. Hoffentlich nehmen sie dich auf. Wenn es mir hilft, mich an Torden zu rächen, mache ich alles. Danke, Kay. Hey, keine Ursache. Sehr gut. So. Also mal gucken. Ups, das war zu weit. Da, runter, genau. Da brauchen wir nicht so weit durchlaufen. Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabak? Was? Ja, ich bin aus Kanto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Hast du es geschafft? Ja, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Tordens Buchhalter ist auf meinem Schiff und braucht Schutz. Er kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur an Mirogana gemacht hat. Das kommt unerwartet. Ich schicke sofort jemanden, der ihn abholt. Also heißt das, ich krieg jetzt endlich alle Geheimnisse von Crimson Dawn zu hören? Nur eins. Die Kopfgeldjägerin, die deinem Todesmahl hinterherjagt, heißt Vale. Sie ist berüchtigt. Ha. Das heißt wohl, dass ich auch berüchtigt bin. In diesem Geschäft ist es besser, anonym zu bleiben. Wacker, Bosnok wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt.
Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Was? Wieso? Vertrau mir einfach. Such dir einen Mechaniker. Ich dachte, du bist Mechaniker. Ja, und ich hab zu tun. Hör dich um, du findest schon jemanden. Hm, Danke hatte einen Kontakt. Hey, Danke, du meintest, du kennst jemanden, der meinen Gleiter aufmotzen kann. Stimmt's? Ganz recht. Der Barkeeper in Yauntas Hoffnung kennt die Mechanikerin. Also würde ich da anfangen. Yauntas Hoffnung. Alles klar. Schön, dass du dich gemeldet hast, Kay. Du machst dir einen Namen. Das bedeutet mehr Arbeit. Ich habe eine hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke. Ich komme vorbei. Oh, sie ist jetzt sauer auf mich. Der Mechaniker. Huch, so weit wollte ich nicht raus. Ja. Ach so, doch. Hm, du hast meine Aufmerksamkeit. Crimson Dawn hatte ich im Auge. Für jemanden mit deinen Fähigkeiten haben wir Arbeit. Wenn der Preis stimmt. Hier geht es um mehr als nur um Kredits. Vielleicht gefällt dir etwas davon. Such mich im Makal auf. Ist das eine Drohung? Ein Friedensangebot. Mit Blasterteilen, okay. Hacke das Pike-System, Piratenaktivitäten. Das, den nehmen wir an. Na dann. So, jetzt kommen so langsam die ganzen Quests. Pike-Syndikat. Wir haben ja schlechten Ruf, aber er hat uns trotzdem nochmal gerufen. Er bittet um ein Treffen in Makals Spielhölle. Na, wir holen uns. Oder ist die Quest dann durch? Ich weiß es. Also, was heißt durch? Aber da müssen wir auch noch hin. Ich mach die erstmal. Kein allzu großer Auftrag. Wo müssen wir denn da hin? Genau. War nicht so weit weg. Ah, okay. Da können wir nämlich eine Schnellreise machen. Das ist gut. Auch wenn die Schnellreise verhindert, dass man coole Sachen findet. Also Gebiete, ne, und so. Versteckt alles, was funkt. Habt ihr ein Banditenproblem? Eher ein Fliegerproblem. Diese Viecher stehlen alles, was glänzt. Die haben bestimmt schon ordentlich Beute oben auf dem Typhonfelsen. Ich hab's leider aber noch nicht hochgeschafft. Aha. Hm, vielleicht versuche ich es mal. Ha, viel Glück. Hm, das ist das, was wir schon gelesen haben. Aber jetzt haben wir... Ist es der da? Muss ja. Bisschen stürmisch, ja? Hier ist irgendwo der Quest. Ah ja, ja, hier. Ach, bedauerlich, dass ich solch ein Gesindel anheuern muss. Was? Waren von Crimson Dawn stehlen? Crimson Dawn, Crimson Dawn. Wir schmuggeln. Boah, das können wir mal abnehmen. Und jetzt ab mit dir. Hey, ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist es so offensichtlich? Zelo Rovac ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Ja, dann wissen wir doch Bescheid. Bereit, Nix? Okay.
Ach, jetzt können wir durch diese Option, kann ich jetzt mich umgucken. Ah, oh. Okay, tschüss. Jetzt steuern wir nur noch mit dem Ding und also mit Tastatur und Maus ist dann umschauen. Hin. Ah, dazwischen, okay. Oh, hier geht's runter. Das ist nicht gut. Geronimo! Okay, das überleben wir nicht. Shit. Ich dachte, es schaffen war. Oh. Ich habe immer noch nichts von meinem. Bist du bereit? Was? Werden wir angegriffen? War so ja nicht hier. Auf geht's, Nix! Ich will hier nicht runterfallen, Mann! Wer mich da jetzt wie angreift und warum. Noch mehr? Oh, das war Glück. Ist da was? Nee, ne? Gott, wie viele? Bitte! Na toll! Ach, komm schon! Na toll! Noch hin. Ach, kriminell, weil ich mich gewehrt habe, ist das eine kriminelle Handlung. Alles klar. Fahren wir. Angriff! Das war rein geschäftlich, Leute. Kommt schon.
muss Kadur sein. Oh, meine Glückssträhne hält an. Na, gucken wir mal. Schick, schick, schick. Hier war bloß eine einzelne Person hier vorne. Hey, das hier ist Kadur, oder? Kann sein. Was macht eine Außenweltlerin wie du hier? Ich suche nach Selo Rovak. Warum? Fürs Imperium? Nein. Es heißt, sie kann meinen Gleiter aufmotzen. Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Dass du sie immer noch deckst, nach allem, was sie getan hat. Dann sag ich's dir. Sie wohnt bei den Klippen, bei Yauntas Hoffnung. Alles klar. Da komme ich doch gerade her. Hoffnung. Silos Laden. Können wir hier was kaufen? Hier scheppert. Was ist cool hier? Imperiales Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Jetzt müsste man da irgendwie runterspringen können. Festhalten. Da, jetzt kommt es dann. Upsala. Das war so ein One-Time-Ereignis, ne? Oder? Ach, Mist. Man bräuchte wirklich irgendwas, um von diesen Höhen dann runterzukommen. Zeit zu verschwinden, nix. Aber ich fahre noch mal kurz runter. Okay. War hier nicht schon mal? Ich glaube ja. Was sind das jetzt für welche? Warte mal, wie waren das? U-Taste, aber U ist ja doof. Oder 5. 5 ist Elektrofernglas, okay. Was haben wir denn da? Piraten. Okay, Piraten sind ja irgendwelche. Ist alles okay. Der ist nicht okay. Draußen ist etwas.
Ich sehe schon Dinge. Wartet! Wow! Passt auf! Los, Nix! Die sind hinter uns her! Nachlass! Erledigt sie! Haltet sie aus! Die können uns gar nichts! Ich habe keine Angst! Ach, Mist. Mist, aber auch. Ja, komische Droide ist so ein Problem. Und ihre ganzen... Okay, lass mal da mal unten. Na, was müssen wir für sie tun? Du, Selo? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Oh, tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Kick brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die aber Imperialen ich haben einen in ihrem Windfänger. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Ich schick dir die Koordinaten. Warum auch nicht?